So, dann darf ich jetzt den Dr. Murphy ankündigen von der Klinik in Bad Bramstedt. Er ist dort der leitende Psychologe, beschäftigt sich schon sehr lange auch mit dem Thema ADHS. Und wir haben in Königslutter zusammen überlegt, was wir da so machen könnten, ob das vielleicht ADHS im 21. Jahrhundert heißen könnte. Ich fand die Idee ziemlich cool und da hat man auch sofort einverstanden, da mitzumachen. Und deswegen, lieber Roy, bitte ich dich jetzt uns zu erzählen, was du da vorbereitet hast. Vielen Dank. Einen schönen guten Morgen von mir in die Runde. Ich arbeite in der großen Klinik und leite dort den Behandlungsschwerpunkt für ADHS im Erwachsenenalter. Und das ist eine gefürchtete Station, wie Sie sich vorstellen können. Dort sind 27 erwachsene ADHSler und es wird nie langweilig. Es ist sowohl unter Mitarbeitern als auch unter Mitpatienten fremder Stationen eine gefürchtete Station, aber eine Station mit Anziehungskraft, nämlich genau wegen dieser, wegen des Non-Konform, wegen des wissbegierig, kreativ, neugierigen. Aber sozusagen als ernsten Hintergrund dieses Titels, den ich hier gewählt habe, ADHS im 21. Jahrhundert, ich erlebe seit einigen Jahren zunehmendes Phänomen, dass junge ADHSler, mit jung meine ich ab 18, die wir ja behandeln, bis so Mitte 20, ich zunehmend junge ADHSler erlebe, die mir perspektivlos vorkommen, also noch perspektivloser als in den Jahren davor. Menschen, die ganz oft überhaupt nicht den Schulabschluss haben, den sie, ich sag mal, vom Intelligenzniveau, den man erwarten könnte, die auch dadurchs Raster fallen, die ihre Nische nicht finden, die völlig ziellos, unsicher, mit Selbstzweifeln behaftet durch das Leben gehen. Und das Leben hat gerade mal erst angefangen und das Berufsleben startet und es startet irgendwie auch nicht. Und ich habe angefangen, mir so Gedanken zu machen, woran das liegen könnte, ob das ein gesellschaftliches Phänomen ist, ob das mit Aspekten des 21. Jahrhunderts zusammenhängt, und habe ein bisschen recherchiert und habe Kontakt zu einem Zukunftsforscher aus Zürich aufgenommen und eigentlich wollte ich Ihnen das alles erzählen. Ich fange gleich an, einen Witz zu erzählen, wenn hier gleich meine Folien nicht auftauchen. Okay. Es ist ja so, ADHS im 21. Jahrhundert, ganz oft, und das werden Sie auch erleben, wenn Sie mit ADHSlern zu tun haben, ich hatte gestern Abend beim Abendessen, hatten wir das Thema auch nochmal wieder, dieses, mein Gott, was müssen wir denn noch alles tun, damit wir vernünftige Leute finden in Deutschland, die Diagnostik betreiben, die sich mit ADHS auskennen und die irgendwie vernünftige Behandlungsansätze auch, vielen Dank, etablieren. Aber das mache ich jetzt auch noch weiter. Und es war so der Punkt, es ist alles so schlecht. Und es gibt noch Verbesserungsbedarf, was die Infrastruktur, die Versorgung für ADHS in Deutschland angeht. Aber ich finde es auch wichtig zu gucken, woher wir kommen und wie in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland schon etwas getan wurde durch Kampagnen, durch Fortbildung, durch solche Symposien wie dieses hier, wo einfach ganz viel Bewusstsein geschaffen wird für das Interesse an und für ADHS. Und dieser Titel ist natürlich sehr weit und raumgreifend. Deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte ein paar Fragen beantworten, aber ich möchte Ihnen Impulse irgendwie mitgeben zum drüber nachdenken, was so die Themen der Zukunft im 21. Jahrhundert, und da sind wir angekommen, sein können. Ich habe Ihnen vier Fragen mitgebracht. Frage 1. Welchen Wandel hat die ADHS im Verlauf der letzten Jahrhunderte vollzogen? Ich glaube, das ist wichtig, um anzuerkennen, wo wir heute, 2017, stehen, mit welchen Erkenntnissen, auch wenn die Versorgungslage immer noch nicht die beste ist. Frage 2. Daran anknüpfend quasi, wir haben immer modernere Untersuchungsmethoden auch zum Verständnis der ADHS, wie wir es heute haben, beigetragen. Frage 3. Gibt es im Rahmen der Untersuchung und der Forschung neue Erkenntnisse, die uns zum Umdenken und vielleicht sogar zum Umschreiben von Lehrbüchern animieren? Und Frage 4. Welche Chancen und Risiken birgt nun mal das 21. Jahrhundert?
mit keinem Anspruch auf vollständige Darstellung, aber vielleicht ein paar Dinge auch zum Mut machen, dass vieles, vieles schon ganz gut läuft, aber dass wir beim ADHS auch vor vielen Herausforderungen stecken. Wer immer auch behauptet, ADHS ist eine Modediagnose, ja, liegt falsch, und wie es so oft so in der Mode ist, wenn, dann ist es retro. Ja, wir müssen schon einige Jahre und über 240 Jahre zurückgehen, um quasi, und es gibt auch vorher schon Hinweise, dass es Menschen mit ADHS gab, ja, vor 1775, aber um quasi zur ersten offiziellen Darstellung, bekanntesten ADHS-Darstellung zu kommen. Die habe ich Ihnen mitgebracht. Melchior Adam Weikart, der philosophische Arzt, 1775 hat dieser Mensch ein Buch rausgebracht, und ich habe ihn hier etwas rauskopiert. Im dritten Hauptbuch gibt es ein Kapitel, das heißt Mangel der Aufmerksamkeit. Und es beginnt mit den Worten, Beschreibung der Krankheit. Jene, den welchen ein Mangel der Aufmerksamkeit ist, werden gemeiniglich unachtsam, leichtsinnig, flüchtig und ausschweifend genannt. Und was sich dann anschließt, ist genau das, was wir heute als ADHS bezeichnen. Eine ganze Reihe von Fallbeschreibungen, ohne dass diese vier Buchstaben, zumindest so in der Form, aneinandergereiht auftauchen. Und das ist schon besonders. Und Weikart gibt Therapieansätze, die aus heutiger Sicht überholt sind, vielleicht auch nicht spezifisch genug, aber er empfiehlt gymnastische Übungen. Er empfiehlt das sich Eintauchen in eiskaltes Wasser, damit die Erregung nachlässt. Das war 1775, das haben wir heute in der Dialektisch-Behavioraltherapie. Das ist ein Skill, eine Fähigkeit der Anspannungs- und Stressregulation. Ja, kalt duschen zum Beispiel. Er hat auch gesagt, die sollen sich in die Dunkelkammer einschließen, etc. Also alles Dinge, die aus ethischer Sicht sicherlich auch fragwürdig zu betrachten sind, aber es gibt hier eine Darstellung von Weikart. Und es gab einen Zeitgenossen von Weikart, das war Alexander Crichton, 1798. Man nimmt an, dass die beiden sich auch getroffen haben, weil Crichton eine Zeit lang in Deutschland auch gelebt und gearbeitet hat. Und was interessant ist, es gibt ein Buch über letztendlich psychische Erkrankungen bei Menschen, 1798. Und dort steht drin, Zitat, Menschen, die mit gesteigerter Ablenkbarkeit geboren wurden, werden bereits früh auffällig. Dies habe, Zitat, einen sehr negativen Effekt, da es ihnen unmöglich wird, ihre Aufmerksamkeit konstant auf irgendeinen Unterrichtsgegenstand zu konzentrieren. Und jetzt, zum Glück, sind die Aufmerksamkeitsdefizite selten so ausgeprägt, dass alle Unterweisungen ins Leere gehen. Und zum Glück verringert sich im Allgemeinen das Problem mit zunehmendem Alter. Ja. Hat in wunderbarer Weise etwas vorweggenommen, was wir heute, ja über 200 Jahre später, wissen. Irgendwas wird weniger, aber es wächst sich nicht ganz aus bei vielen. Und es besteht Hoffnung, da nicht alle Unterweisungen ins Leere gehen. Aber damit das nicht der Fall ist, brauchen wir geschickte pädagogische und therapeutische Ansätze beim ADHS. Ja. Sie sehen, das hat mit Mode überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist Medizingeschichte, die ich Ihnen hier präsentiere. Diesen Menschen kennen Sie auch, ja, Philipp und dessen Bruder Hans, der in die Luft guckt und verträumt ist und vor sich hin stolpert. Und hier landen wir nicht bei einem medizinischen Lehrbuch, sondern bei Heinrich Hoffmann, der diese und andere Geschichten, die fürchterlich sind, damit sollte man seine Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen mit diesem Kinderbuch, in dem Struwwelpeter dargestellt hat. Natürlich auch wahrscheinlich vor einem fachlichen und vermutlich auch selbst betroffenen Hintergrund hat es in Szene gesetzt. Das war 1844 im Struwwelpeter. Tja, dann passierte erstmal gar nichts 50 Jahre. Zumindest nichts, was so in herausragender Bedeutung irgendwie neue Erkenntnisse des ADHS beibrachte. Bis 1902 auch wieder ein Arzt, George Frederick Still in London, eine Vorlesung gehalten hat über psychische Abnorme, psychische Bedingungen bei Kindern. Und das war eine Vorlesungsreihe, die dann so erfolgreich war, dass sie im Lancet abgedruckt wurde. Und auch hier gibt es eine ganze Reihe von Fallbeschreibungen, Kasuistiken von Menschen mit Ablenkbarkeit, Konzentrationsstörung, Reizfilterschwäche, Impulsivität,
Wut, Jähzorn, Ausbrüche. Ja, genau das, ohne dass die Buchstaben ADHS in dieser Reihenfolge benannt wurden. Das war 1902. Die Menschen gibt es die ganze Zeit. Ich vermute, sie haben auch ihre Nischen gefunden, aber es wird auch welche gegeben haben, die ihre Nischen nicht gefunden haben. Darüber wissen wir aber so wenig, weil es keine Studien dazu gibt, keine etiologischen oder epidemiologischen Studien. Die sich anschließenden Jahrzehnte waren quasi sehr gehirnlastig. Und zwar veränderte sich etwas in der Begrifflichkeit. 1948 redete man vom Minimal Brain Damage Syndrome. Also irgendetwas im Gehirn soll minimal gestört gewesen sein, ohne dass man exakt lokalisieren konnte, was das eigentlich sein sollte. Deswegen hat man dann gut 10 Jahre später gesagt, wenn es kein Damage ist, kein Schaden, dann ist es zumindest eine Disorder, eine Störung, weil man davon ausgeht, wenn man nichts findet, aber die Symptomatik bei den Betroffenen sieht, ja, dass irgendetwas in bestimmten Schaltkreisen offensichtlich auffällig ist. Was hat man 1957 immer noch nicht gewusst, ist klar, weiß man heute viel besser, nämlich durch modernere Untersuchungsverfahren, vor allen Dingen bildgebende Verfahren, die das schon ganz dezidiert darstellen können. Und ab den 60er Jahren kam es dann zum Minimal Brain Dysfunction, wobei Disorder und Dysfunction, das ist jetzt ein bisschen Wortklauberei, aber es ist schon beeindruckend, wir reden hier noch nicht von großer Bildgebung, wir reden noch nicht von Genomstudien, die zur Verfügung standen, und wir reden aber von guter Intuition, guter Kliniker, die vor allen Dingen Nervenärzte, die sich gut auskannten und irgendwie schon den Eindruck hatten, hier ist etwas, was früh im Leben eines Menschen eintritt, sich nicht auswächst, sich durch alle Lebensbereiche zieht und zum Glück mit zunehmendem Lebensalter etwas weniger wird. Das waren die 60er. 1980 tauchte das DSM im psychiatrischen Klassifikationssystem auf, im DSM, ja, als ADS taucht es auf. Und ab den 90er Jahren gibt es nun ADHS endlich auch im Erwachsenenalter. Ja, durch Studien vor allen Dingen von Paul Wender hier rechts. Es gibt 2 bedeutende Bücher, Halliwell und Rady, ja, Zwanghaft zerstreut, 1994, und dann das Buch von Wender, ADHS im Erwachsenenalter. Bahnbrechend. Das war 1995. Wir haben jetzt 2017 und es ist immer noch so, dass es keine offiziellen eigenständigen Erwachsenenkriterien gibt. Ja, es gibt Wender-Utah-Kriterien, die finden wir aber nicht in dem psychiatrischen Klassifikationssystem, weder bei den Amerikanern im DSM, weder noch auch im ICD, ja, wo quasi selbst die Erwachsenenbetroffenheit unter das Kindes- und Jugendalter summiert wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es eine Entwicklungsstörung mit Beginn im Kindesalter ist. Ob das so ist, wissen wir nicht, zeige ich Ihnen nachher, gibt es interessante Befunde. Ja, und heute, wir haben vor allen Dingen im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, haben wir die Dekade des Gehirns ausgerufen gehabt, wo immense Forschungsgelder in die Erforschung der Funktionsweise des Gehirns geflossen sind und immense Techniken entwickelt wurden, Positronenemissionstomographie, funktionelles MRT, all diese Aspekte, die Genomuntersuchungen haben zugenommen. Wir wissen, dass letztendlich ADHS als eine weitgehend genetisch bedingte neurobiologisch determinierte Entwicklungsstörung ist. Ja? Also genetisch bedingt heißt, Erziehung hat ursächlich für ADHS nichts zu tun, genauso wenig wie falsche Ernährung oder zu wenig Sport treiben. Ja. Und das ist etwas, das werden Sie kennen, ich erlebe das bei meinen Patienten, auch wenn wir Diagnostik machen. Ich sage immer, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Ihrer Herkunftsfamilie die einzig betroffene Person sind, ist sehr gering. Und dann fangen die Betroffenen an nachzudenken und plötzlich finden sie ganz viele, ja, die nicht alle diagnostiziert waren, aber die von der Phänomenologie, ja, von den Eigenarten, aber vielleicht auch von Dingen, die sie liebenswürdig machen und die sie so eigenartig, einzigartig sein lassen, ja, finden sie Menschen. Und das beruhigt in der Regel ganz doll. Also
diese genetische Perspektive. Da weiß man mittlerweile viel über Kandidatengene, die hier quasi jedes für sich eher unauffällig sind, aber in der Zusammenschau offensichtlich eine Wirkung auf die neuronale Entwicklung eines Menschen haben. Wir reden die ganze Zeit von Störung. Was ich wichtig finde, ist, dass wir versuchen, das Ganze wie sozusagen Phänomene, die sich innerhalb einer Normalverteilung, die Sie hier unten rechts sehen, anordnen. Und ich habe da ein Zitat von Thebats von Elst gefunden, der sagt, Eigenschaften im Sinne einer ADHS-Zitat mit einer erkennbaren lebenslangen Neigung zu Unaufmerksamkeit, motorischer und oder innerer Unruhe, Hyperaktivität und Impulsivität sowie häufiger emotionaler Instabilität begegnen uns im Alltag sowohl als Normvariante als auch im Sinne einer klassischen neuropsychiatrischen Krankheit. Das heißt, wir reden nicht die ganze Zeit von einer quasi Störung mit Leidensdruck und Behandlungsnotwendigkeit, sondern das, was wir unter ADHS verstehen, die Ablenkbarkeit, die Reizoffenheit, auch die Unruhe, das sind Phänomene, die finden wir normal verteilt bei uns Menschen. Auch Menschen, die nicht diese genetisch determinierte Entwicklungsstörung haben. Was der Unterschied ist, ist sicherlich die Persistenz über die Jahre und Jahrzehnte und das Hineingehen in alle Lebensbereiche, das dazu führt, dass Entwicklungsverläufe, aber auch berufliche, schulische Ausbildungen und Karrieren oft katastrophal verlaufen. Ja, wir reden da sicherlich von einer Erkrankung, weil es an der Stelle den Menschen in seinem Vorankommen hindert und Leidensdruck und Benachteiligung mit sich bringt. Und dann an der Stelle finde ich schön, dass wir von einer Erkrankung sprechen können, weil dann hat derjenige Anspruch auf eine Versorgung durch unser Versorgungssystem in Deutschland oder sonst wo. Es gilt ja auch für andere Länder. Die sind ja nicht auf Deutschland beschränkt. Aber wichtig finde ich, erstmal von einer Konstitution zu sprechen. Eine ADHS-Konstitution, mit der man alt werden kann, ja, mit der man auch Kinder haben kann. Und das sage ich nicht einfach so, sondern ich war neulich auf einer Veranstaltung und da stand ein Gynäkologe auf und sagte, er würde davon abraten, dass zwei Menschen mit nachgewiesenem ADHS Nachwuchs produzieren, weil ja davon auszugehen sei. Ja, zum Glück sind andere Menschen aufgestanden und haben ihn mundtot gemacht. Aber wir haben 2017, ja, und wenn man sich diese Diskussion anguckt, sind wir nicht sehr weit gekommen. Leider. Trotzdem, es geht um eine Konstitution. Und das finde ich, das entpathologisiert an der Stelle einiges. Und aus meiner Erfahrung mit Patienten ist es etwas, was durchaus wichtig ist, auch für die Psychoedukation, denen das genau zu erklären. Naja, aber diese jungen Menschen, die ich vorhin angesprochen habe, von 18 bis 25, die ich so zunehmend als desorientiert und perspektivlos und ziellos erlebe, die stehen natürlich auch vor einem Riesensprungbrett und wir wissen nicht, ob sich darunter Wasser befindet. Also der Weg in eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung ist heute, jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts, gar nicht so ohne. Wir haben Phänomene im Beziehungsbereich, ja, also stabile Beziehungen, der Wunsch nach Partnerschaft, nach Nähe und gleichzeitig haben wir Individualisierungstendenzen. Wir haben die Notwendigkeit zu lernen, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium, einen Beruf zu ergreifen. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo gesagt wird, wir werden lebenslang lernen. Und Lernen, auch das hatten wir gestern Abend beim Abendessen, Lernen für den ADHSler ist auch eine Besonderheit, wo viele Pädagogen oder andere Einrichtungen nicht gut darauf vorbereitet sind, ein Lernklima zu schaffen, in dem der oder die Betroffene davon auch profitieren kann. Aber es wird auch so sein, dass vermutlich die Menschen, die jetzt geboren werden, mehrere Berufe ergreifen werden. Und auch das Phänomen, dass jemand seit den 50er Jahren am selben Arbeitsplatz sein wird oder ist bis zur Rente, wird es nicht geben.
das zeige ich Ihnen nachher noch, wenn wir so über Zukunftstrends reden. Das heißt, hier ist Flexibilisierung angesagt, Flexibilität im Alltag, Anpassungsfähigkeit. Aber das setzt voraus, dass der oder die Betroffene eine Vorstellung davon hat, was er oder sie möchte. Ja, und wir haben ja nachher auch noch den Bereich des Berufes, auch ADHS und Beruf. Und werden ganz oft gefragt, was sind dann so typische oder wovon raten Sie ab? Ja, vielleicht sind das ja auch Fragen, die nachher gestellt werden. Aber letztendlich ist es eine Herausforderung. Eine Herausforderung kann übrigens auch die Haushaltsführung sein. Ja, auch da sind Erwartungen, die Menschen ja verinnerlicht haben, dass jeder weiß, wie ein Kühlschrank zu pflegen ist. Was ein Mindesthaltbarkeitsdatum von Vorräten ist, wie ein Staubsauger zu bedienen ist, wie Fenster zu putzen sind und, und. Also scheinbare Trivialitäten des Alltags, scheinbar. Wir merken an dieser Stelle, dass das eine Herausforderung ist, die gelernt werden muss. Und wenn man das nicht gelernt hat oder eine gewisse Anfälligkeit zur Ablenkbarkeit, zur Reizoffenheit, zur Prokrastination hat, dann fallen mir spontan 10 Dinge ein, die ich wahrscheinlich lieber mache, als das, was ich eben gerade genannt habe. Trotzdem ist es irgendwie wichtig, habe ich gehört. Und das fällt mir auch auf, wir haben in der Klinik haben wir Zimmer, die sind ein Bruchteil so groß wie die Wohnung eines Betroffenen, aber oft genauso schwer zu pflegen, was die Ordnung angeht. Manchmal, wenn ich so Teamleitervisiten mache, komme ich nicht rein. Manchmal, das finde ich immer sehr nett, wird eine kleine Schneise auf dem Boden ausgelegt, wo ich lang gehen kann, um mich zu setzen, um mit dem Patienten zu reden. Und mir ist dieser Eindruck total wichtig, weil ich dann ja sehe quasi, was auch zum Problembereich gehört und dass das ein Problemverhalten ist, was wir uns angucken müssen. Wir haben den Umgang mit Geld, auch das wird wichtig. Ich habe gerade gelesen, dass nur 30% aller Deutschen daran denken, fürs Alter irgendetwas zurückzulegen. Der Rest hat gar nicht genug oder denkt nicht daran, etwas zurückzulegen. Auch das ist ein Phänomen. Aber der Umgang mit Geld, wenn ich daran denke, impulsives Kaufen, ja, das Internet, was ein verführbarer Marktplatz ist, wo es nur eines Druckes auf die Enter-Taste bedarf und ich kann alles weltweit erwerben, ist eine große Verführung. Ja, zumal, wenn es sonst Alternativen im Alltag gäbe, wie Haushaltsführung, Überweisungen tätigen, Steuergebühr entrichten oder Steuererklärung machen. Auch das ist etwas, was gar nicht so ohne ist. Und niemand kommt mit der Fähigkeit, mit Geld umzugehen, auf die Welt. Das muss erlernt werden. Und wenn dann so Aspekte wie Ablenkbarkeit, Prokrastination, geringe Frustrationstoleranz etc. dazwischen kommen und mir das Leben schwer machen, dann habe ich es schwer an der Stelle. Und selbst wenn jemand auf dem Papier 18 ist, heißt es nicht, dass er diese ganzen Aspekte dann beherrscht. Und da müssen wir vorsichtig sein, dass wir so etwas nicht quasi voraussetzen, wenn wir mit so einem Menschen zu tun haben, sondern müssen uns davon überzeugen, kann er es oder kann er es nicht. Das Thema Unabhängigkeit ist auch etwas, was ein Zukunftstrend ist. Individualisierung, ja. Sich nicht festlegen wollen, sich das alles offen lassen, ist etwas, was quasi aus einer psychotherapeutischen Perspektive eher gefährlich ist im Alltag. Also jemand, der sich nicht festlegt, trifft eine Entscheidung. Der trifft die Entscheidung, sich nicht festlegen zu wollen. Darf man sich nichts vormachen. Und das ist oft schwierig, weil auf der anderen Seite Verbindlichkeiten, zumindest oben links in Beziehungen, ganz oft geschätzt werden. Ja, sich nicht festzulegen, kann Schwierigkeiten bedeuten, in vielen, vielen anderen Bereichen. Und das ist etwas, wo, glaube ich, wo Menschen verunsichert werden, wo sie daran gehindert werden, Kernkompetenzen der Lebensführung und einer zufriedenen Lebensgestaltung zu erwerben, gerade vor dem Hintergrund dieser Normvariante, die sie in sich tragen. Es gibt vermutlich noch eine Fülle mehr an Lebensbereichen, die gestaltet werden wollen, bis hin zu dieser Frage, die der Mensch hier in dem Cartoon stellt. Geht zur Auskunft und sagt, was ist der Sinn des Lebens? Auch das passt zu einer Generation, die ganz oft diese Sinnhaftigkeit nicht findet und orientierungslos losrennt. Und dann gibt es die Zweifler, die auf dem Sterbebett sagen,
ADHS wurde von mir erfunden. Und dann selig einschlafen. Ein Artikel aus der Time, wo ein Doktor sagt, wir wissen zum Glück nicht, welcher Professionalität das ADHS nicht existiert. Es wird hier wieder in Verbindung gebracht mit der Ritalin-Generation und. Es gibt ein Buch, es gibt mehrere Bücher, ja, die scheinbare Wahrheit über ADHS, es existiert nicht. Es ist Punkt, Punkt, Punkt. Wir kennen die Diskussion. Und das ist etwas, und da knüpfe ich an die Diskussion dann von gestern Abend, na, an der Stelle sind wir noch nicht so weit gekommen. Wenn Menschen sozusagen ein Forum geboten wird, trotz freier Meinungsäußerung, ein Forum geboten wird quasi gegen Erkenntnisse, die einfach vorliegen, ja, die seit Jahrzehnten vorliegen, die offensichtlich seit Jahrhunderten existent sind, dort ihre Meinung zu äußern und oft auf eine sehr emotional geführte Art und Weise, auf polemische und polarisierende Art und Weise hier etwas verbreiten, was den Betroffenen ja wehtut. Da sitzt jemand mit dieser Normvariante und hat Leidensdruck und findet keine Partnerschaft und keinen Beruf und muss sich dann anhören, das gibt's gar nicht, was du da hast. Ja? Im psychotherapeutischen Sinne nennt man das Invalidierung. Ja? Also das eigene Erleben und das Wahrnehmen nicht für gültig zu erklären, ne? Oder nicht erklärt zu bekommen. Und Invalidierung sind Risikofaktoren für eine Reihe von psychischen Erkrankungen. Und es fängt auch oft im Kindes- und Jugendalter an, dass diese Betroffenen zu hören bekommen, stell dich nicht so an, deine Schwester kann das doch auch. Also die Eins in Mathe schreiben ist dann gemeint. Ja, oder kann sich doch hinsetzen, die Hausaufgaben machen, die ist doch auch ruhig, die kann den Haushalt führen, die hilft mir zumindest mal. Ja, und das hören die über Jahre immer mehr. Und es ist klar, dass sich dann ein ganz fragiles Selbstbild und Selbstwertkonzept ausbildet bei diesen Betroffenen. Und dass diese Invalidierung Risikofaktoren sind für das Entwickeln anderer psychischer Erkrankungen. Und auch das wissen wir, ist beim ADHS leider so quasi, ja, dass wir vermehrt affektive Störungen, also Depressionen, Angststörungen, substanzbezogene Störungen, zum Teil Persönlichkeitsstörungen bei den Betroffenen haben, weil sie halt nicht geradlinig durch die Welt kommen, weil mit ihnen nicht so umgegangen wird, wie es sein sollte, sondern ganz oft so. Und auch das ist erschreckend. Ich war im selben Jahr, das ist von 2014, im selben Jahr war ich, da hatte ich mich gefreut, hatte der NDR angerufen und gefragt, gibt es so eine Redezeit am Abend, wo so Experten sind. Wurde ich eingeladen, das war ganz toll. Ich dachte, okay, jetzt erreiche ich mal etwas. Und dann wurden so die Meinungen der Menschen auf der Straße erstmal eingespielt. Und die ersten beiden, die dazugeschaltet wurden, waren so, ja, ich halte da nichts von und es ist sowieso nur eine Erfindung der Pharmaindustrie und die Kinder werden ruhig gestellt und es ist doch ein Erziehungsauftrag der Eltern, dem sie nicht nachkommen. Wo ich mir am Kopf gefasst habe und die anderen im Studio auch, sieht man dann bloß nicht im Radio, wie es sein kann, dass das noch so verbreitet ist und ich frage mich aber auch, wieso sowas als erstes durchgestellt wird. Man hat ja eine Möglichkeit als Sender. Ja? Aber wir sehen auch, Radio lebt von Polarisierung, ja, von emotional geführten Debatten, aber wissenschaftlich ist es nicht. Wir gehen davon aus, dass es sich beim ADHS um eine in der Kindheit beginnende, Sie gucken mir schon zu viel auf die Folie, ich will erst mal hin, beginnende Entwicklungsstörung ist. Und so steht es in den Lehrbüchern. Und während im DSM-4 gefordert wurde, dass geguckt wird, auch retrospektiv bei Erwachsenen, dass der Beginn der Symptomatik vor dem 7. Lebensjahr aufgetreten sein muss, wurde das jetzt im DSM-5 angehoben, nämlich vor dem 12. Lebensjahr. Auch das ist letztendlich Medizingeschichte, wo neue Erkenntnisse einfließen in so Kategoriensysteme, weil offensichtlich ein Teil dieser dann ja in der Grundschule befindlichen Kinder noch nicht so auffällig werden, ja, oder vermutlich auch ein Teil dieser Normvariante kompensieren können und erst mit Übergang in die nächstweiterführende Schule die Symptomatik auftritt. Und das ist interessant, dass das Alter hochgehoben wird. Und auf der anderen Seite gibt es gerade eine, wie ich finde, ganz interessante Diskussion, die uns zumindest zum Umdenken animiert, auch wenn die Bücher nicht alle neu geschrieben werden müssen, weil das erst Studien sind, die noch nicht so alt sind und die weiter
repliziert werden müssen. Also, es gibt Studien, ich habe Ihnen mal drei mitgebracht. Das sind so populationsbasierte Studien, wo Tausende von Menschen auf unterschiedlichen Kontinenten, Neuseeland, Südamerika und England, hier untersucht wurden. Und ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht aus der Studie um Terry Moffitt 2015 aus Neuseeland. Dort wurde eine ganze Geburtskohorte, die zwischen April 72 und März 73 geboren wurde, das waren 1037 Kinder, ja, wurde über 38 Jahre lang verfolgt. Und es gibt in Neuseeland, ähnlich wie in den skandinavischen Ländern, so ein Register, da bekommt jeder Mensch, der geboren wird, eine Identifikationsnummer, die er zeitlebens behält. Und bei jedem Kontakt mit dem medizinischen Versorgungssystem, aber auch mit der Justiz oder anderen Einrichtungen, wird quasi eine Zuordnung zu der Identifikationsnummer möglich und zu dem Delikt oder zu der Erkrankung. Und was man dann hat, sind populationsbasierte Daten. Und die haben gesehen, dass wir bei der Mehrzahl derjenigen, die im Kindesalter eine ADHS diagnostiziert bekommen haben, ja, dass bei der Mehrzahl des Erwachsenenalter nicht zu finden ist. Es gab von den 1037 gab es drei, die im Kindesalter eine ADHS diagnostiziert bekommen haben und die das auch im Erwachsenenalter noch hatten. Und andersherum, diejenigen, die es im Erwachsenenalter diagnostiziert bekommen haben, waren, und jetzt kann man ja zurückgucken, sind die irgendwo auffällig geworden, völlig unauffällig gewesen in ihrem Kindesalter. Und ich habe Ihnen das hier einfach mal mitgebracht. Diese Untersuchung, die mit zu den bedeutendsten Untersuchungen zum ADHS der letzten Jahre gehört. Was interessant ist, ich habe Ihnen hier die Eckdaten mitgebracht. Also 1000 Menschen, die in diesem Jahr in Neuseeland geboren wurden. Was interessant ist, die Prävalenz im Kindesalter liegt bei 6%. Und dies zeigt sich ja auch in anderen Ländern. Die Prävalenz, also die Auftretenshäufigkeit im Erwachsenenalter, wie zu erwarten bei 3%. Ja. Das Unerwartete war wirklich, dass diese Gruppe keine Überlappung zeigte. Das heißt, diejenigen, die es im Kindesalter diagnostiziert bekommen haben, waren irgendwann im Erwachsenenalter, was ADHS angeht, unauffällig. Und diejenigen, die es im Erwachsenenalter diagnostiziert bekommen haben, haben keine Krankheitsgeschichte, die auf ADHS schließen lässt. Es gibt ein paar methodische Kritikpunkte, die man anführen kann, die auch andere Menschen anführen. Aber es gibt zwei Studien, auch aus Brasilien und aus England, die das quasi repliziert haben mit ganz ähnlichem Effekt. Und die Frage ist, was ist es? Die Kinder, die haben ganz deutliche neuropsychologische Defizite gehabt, auch noch als Erwachsene. Ja? Also die Impulskontrolle quasi neuropsychologisch war gestört, die Ablenkbarkeit. Sie haben keine gute kognitive Umstellfähigkeit, sich auf unterschiedliche Anforderungen anzupassen. Aber es ließ sich die ADHS-Diagnose nicht mehr stellen. Und andersherum, die Erwachsenen, die im Erwachsenenalter ADHS diagnostiziert bekommen haben, was war mit denen als Kind? Sie waren diesbezüglich unauffällig und auch zu mehreren Untersuchungszeitpunkten, nicht nur im Kindesalter, auch im Jugendalter. Ja. Und die interessante Frage ist, wenn ADHS dann keine Entwicklungsstörung ist, was ist es dann? Gibt es so etwas wie ein im Erwachsenenalter erworbenes ADHS? Oder, was die Autoren sagen, das finde ich ganz interessant, handelt es sich bei dem, was die Erwachsenen haben, um ein psychiatrisches Korrelat ähnlich wie Fieber? Fieber als ein unspezifisches Symptom, ja, hinter dem eine ganze Menge von Entzündungsprozessen und anderem Krankheitsgeschehen stecken kann, aber es äußert sich erstmal wie Fieber. Und die Frage ist, ob hier etwas eher Unspezifisches gefunden wurde, was so aussieht wie ein ADHS. Ich habe gar keine Antwort auf diese Frage. Ich finde die Entwicklung bloß gerade total interessant, weil es sein kann, dass wir ja mit einem viel heterogeneren Bild eine Normvariante zu tun haben, als uns das die bisherigen Lehrbücher der letzten 40 Jahre vorgemacht haben, die natürlich auf ihren Studien basierten. Das sind gerade ganz
interessante Entwicklungen weltweit. Und ich finde das spannend. Das gehört auch ins 21. Jahrhundert, dass wir im Sinne einer Globalisierung auch der Forschungsgemeinschaft verschiedene Center haben, die sich zusammentun, wo Riesendaten ausgewertet werden können und wo wir immer feinere Erkenntnisse bekommen. Ja, und jetzt sind wir irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen und ich finde es gut, dass wir da angekommen sind, weil wir quasi eine ganze Menge gelernt haben über ADHS, was ADHS ist, was es nicht ist. Und zumindest wir im Raum sind uns, glaube ich, einig, ja, dass es nicht erfunden wurde. Aber was zeigt nun das 21. Jahrhundert? Und ich habe, es gibt so Zukunftsinstitute, das ist ganz interessant, so Trendforscher, die beschäftigen sich mit Megatrends der Zukunft. Und wir sind in der Zukunft schon angekommen im 21. Jahrhundert. Und da gibt es mit einzelnen Nuancen gibt's Unterschiede, je nachdem, worauf man guckt, ob man auf Gesundheitssystem guckt, auf die Gesellschaft per se oder auf so wirtschaftliche Faktoren. Aber ich habe hier einfach mal die Schnittmenge mitgebracht, die wir in diesen Zukunftstrends finden. Das ist Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung, Gesundheit, die Demografie und die Mobilität. Und das ist etwas, wovon sich niemand von uns auch frei machen kann. Und die Menschen mit ADHS natürlich schon gar nicht. Und auch nicht die, die neu reingeboren werden in das 21. Jahrhundert. Ich fange mit der Digitalisierung mal an. Das sind die sogenannten Digital Natives. Die saugen die Zahlen 1 und 0 schon mit der Muttermilch auf. Für die gibt es auch nur 1 und 0. Das Denken ist aber nicht nur 1 und 0. Das Denken ist komplex im Kreis, mal außerhalb der Norm, mal innerhalb. Ja? Diese Menschen wachsen auf mit 1 und 0, mit online, mit keiner Sendepause. Die sitzen im Café nebeneinander und unterhalten sich nicht am fehlenden Namensschild, sondern sie WhatsAppen miteinander, obwohl sie nebeneinander sitzen. Und wenn man sie fragt, finden Sie das nicht irritierend? Sie finden es eher irritierend, dass Sie gefragt werden, ob das nicht irritierend ist. Aber die Digitalisierung ist etwas, ja, was für viele Fluch und Segen zugleich darstellt, aber mit sicherlich ein Trend ist, der noch zunehmen wird und an dem wir nicht vorbeikommen. Genau wie die Globalisierung, was auch Märkte und so angeht, aber Globalisierung im Sinne von keine Pause, überall hinreisen können. Individualisierung kommt hier zum Teil mit rein. Gesundheit ist ein eigener Markt, ein eigener Zukunftstrend. Und ich finde es an dieser Stelle grotesk, dass vielerlei Präventionsleistungen zum Beispiel von unseren ganzen Krankenkassen nach Prüfung übernommen werden, aber eine vernünftige ADHS-Diagnostik kaum zu finden ist, ja, weil das mal eben nicht in einem 10-Minuten-Test oder Gespräch abzurechnen ist, sondern man braucht ein paar Stunden dafür. Ja, an dieser Stelle haben wir zahlreiche Gesundheitstrends. Denken Sie an Ernährung. Ernährung ist quasi eine neue Religion geworden, was es alles gibt. Und auch das ist ein Gesundheitstrend, Selbstoptimierung und, und. Aber an der Stelle kränkelt das System, weil immer noch viele Fachkollegen von mir, Psychiater oder auch Psychotherapeuten, ablehnen, Diagnostik zu machen oder gar nicht wissen, dass das im Erwachsenenalter mal zu machen ist, sich damit nicht auskennen. Ja. Das heißt, man kann in Deutschland Facharzt für Psychiatrie werden oder psychologischer Psychotherapeut, ohne jemals etwas mit ADHS zu tun gehabt zu haben, ohne jemals damit in Berührung gekommen zu sein. Das ist leider dann auch das Ergebnis der Versorgungsstruktur in Deutschland. Wir finden kaum Menschen, die sich damit auskennen. Die demografische Entwicklung, denken Sie an die Bevölkerungspyramide, ja, wo einfach die Zahl derjenigen, die auch im zunehmenden Lebensalter betreut werden müssen, quasi vor dem Hintergrund leerer Kassen, ja, und sozusagen anders subventionierten Gesundheitsleistungen versorgt werden müssen. Und die Mobilität, ja. Ich glaube, hier nach Münsingen sind Menschen mit allerlei Verkehrsmitteln gekommen. Geflogen, zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto, mit dem Motorrad. Was man sich auch vorstellen kann. Wir bewegen uns kaum mehr innerhalb gewisser Grenzen. Es ist alles machbar.
Und es wird zum Teil auch von uns erwartet. Ich habe viele Patienten kennengelernt, die sozusagen quasi gezwungen werden, auch viel Zeit im Auto auf der Straße zu verbringen, zu pendeln. Ja, da haben wir Stichworte auch wieder Mietpreise in den Großstädten. Die Leute ziehen aufs Land, da ist es günstiger, aber sie müssen dort pendeln. Also es verändert sich etwas. Und inmitten dieser Veränderung im 21. Jahrhundert ist der ADHSler. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Vielleicht kennen einige von Ihnen das, was ich Ihnen jetzt hier an Bildern zeige. Und Sie können ja mal, wenn Sie das mal auf sich wirken lassen, mal in sich hineinhorchen, was das eigentlich in Ihnen auslöst. Frage ist, wer kennt das noch? Ja, die Finger gehen hoch, genau. Die interessantere Frage ist, wer kennt es nicht? Traut sich jetzt niemand. Ich würde aber niemanden benennen. Also, das ist ein Telefon mit Wählscheibe. Und Sie glauben gar nicht, wie ärgerlich es sein kann, ja, wenn man bei der letzten Ziffer, die vielleicht eine Null ist, ja, irgendwie abrutscht oder abgelenkt ist und nochmal von vorn beginnen muss. Ja. Das hatte was Entschleunigendes. Für viele. Ja. Auch manchmal etwas, wo die Impulskontrolle wirklich auf die Bewährung, eine Bewährungsprobe zu meistern hatte. Aber auch Menschen mit sozialen Unsicherheiten, ja, mussten daran gehen. Heute kenne ich viele Menschen mit sozialen Ängsten, die sehen am Display, wer anruft, trauen sich nicht, das Gespräch entgegenzunehmen und zu führen, ja, und gehen einfach nicht dran. Und dann ist die Mailbox dran. Ja. Hier wusste man nicht, wer anruft, man ging einfach ran. Das nächste hier, wer kennt das noch? Ah, das klingt nach Leidenschaft. Ja, wenn das kam, wussten Sie, jo, jetzt kann ich auch zu Bett gehen. Richtig. Ja, die interessantere Frage ist wieder, wer kennt es nicht? Ja, danke. Das ist das Zeichen für den Sendeschluss. Es gab eine Zeit, da gab es nur ein paar Kanäle, Fernsehkanäle in Deutschland. Und so kurz vor Mitternacht wurde dieses Testbild eingeblendet. Man konnte auch die Farben des Fernsehers hier nach ausrichten, deswegen quasi diese Farbanordnung. Man konnte gucken, das einstellen, die Schärfe, die Farbe, die Kontraste, die Helligkeit. Und dann war erstmal Sendepause. Und dann hieß es ins Bett, ein Buch lesen, sonst was machen. Ja. Genau, also es war von außen vorgegeben, jetzt macht es wenig Sinn, hier sitzen zu bleiben, ich kann was anderes machen. Also von außen eine etwas Strukturgebendes. Diese Struktur ist weitgehend aufgehoben. Ja? Es ist alles rund um die Uhr verfügbar, das Internet macht keine Pause, das Fernsehen hat keinen Sendeschluss. Ja, das macht es für viele mit einer Selbstregulationsstörung extrem schwierig, sich selber zu regulieren, weil die Verfügbarkeit natürlich die ganze Zeit an ist und da ist und auch verfügbar ist. Was kommen da nicht für tolle Sendungen nachts? Und es ist allemal besser, sich das anzugucken, als sich mit den Schlafstörungen auseinanderzusetzen. Und wir kommen hier in eine Reihe von Trends auch. Die Schlafstörungen kommen ja auch nicht von ungefähr. Ja, ich habe nicht mehr das Handy, ich habe nicht mehr das Telefon mit der Wählscheibe. Ich pendel ganz, ganz viel. Es ist ganz viel Druck und Verantwortung. Es wird von mir jederzeit eine Entscheidung erwartet, die auch auf Grundlagen fußt, die ich mir gut überlegt haben sollte. Das ist nicht so einfach. Ich wünsche mir manchmal den Sendeschluss. Wem sagt das hier etwas? Das ist die Ruhrpost, genau. Das werden einige von Ihnen auch nicht kennen. Ja, das ist hier das Beispiel eines Krankenhauses. Hier unten rechts hat die Schwester den Laborbefund eines Patienten und den schiebt sie in so eine Vorrichtung und gibt die eine Adressnummer ein. Das ist dann die Nummer des Arztes, der diesen Patienten betreut. Das ist, was weiß ich, die 117. Dann schließt sich das und per Druckluft wird diese Kartusche durchs Krankenhaus gejagt. Ja. Heute sieht es auch anders aus. Heute ist es nicht selten, dass Hunderte von E-Mails pro Tag kommen, wir eine völlige Informationsüberflutung haben, wir nicht wissen, was
wichtig ist, wo wir Prioritäten setzen können. Ja, also geht nicht für jeden, aber Menschen mit Entscheidungsschwierigkeiten, mit einer Neigung zur Ablenkbarkeit, mit einer Selbstregulationsstörung, müssen lernen, ein E-Mail-Programm zu bedienen. Das hier war wesentlich einfacher, ja, und manchmal wünsche ich mir das auch zurück. Sagt Ihnen das Stichwort Ladenschluss oder Öffnungszeiten etwas? Ja? Man musste seinen Tag danach ausrichten, dass bis 18 Uhr die Einkäufe zu erledigen waren. Und dann gab es irgendwann den langen Donnerstag. Mann, das war eine Errungenschaft, ja, Donnerstag bis 20 Uhr. Ja, heute kann man zum Teil, in großen Städten zumindest, rund um die Uhr einkaufen. Ja. Aber es sind auch Menschen, die dort arbeiten, rund um die Uhr. Nicht alle 24 Stunden, aber es gibt welche, die müssen Nachtschichten machen und müssen diese 5 Kunden in der Stunde bedienen, ja, die sich nicht anders regulieren können, als dann nachts einkaufen zu gehen. Ja. Auch hier eine Grenzenlosigkeit. Alles ist überall verfügbar. Ja. Und es macht es so schwer und es gibt dem Tag manchmal keine richtige Struktur, wenn ich alles irgendwann machen kann. Nachrichten empfangen, einkaufen etc. Auch das ist etwas, worauf unser Gehirn oft nicht vorbereitet ist. Unser Gehirn ist noch gar nicht richtig im 21. Jahrhundert angekommen. Ja, die Medien und die Wissenschaft und vieles andere Digitale auch. Das Gehirn befindet sich noch so auf früheren Stadien. Es dauert etwas, bis entwicklungsgeschichtlich quasi unser Gehirn auch dem Medienkonsum gewachsen ist. Und dann stellen Sie sich vor, da gibt es jemanden mit einer Neigung zur Ablenkbarkeit, zur Reizoffenheit, Probleme mit der Selbstregulation. Ja, das ist keine große Chance hier. Aber es ist ein Muss, irgendwie sich daran anzupassen, weil es quasi vorausgesetzt wird in dieser Welt. Und wir haben eine Verpflichtung, den Menschen zu helfen und geeignete Nischen zu ermöglichen, die hier Anpassungsschwierigkeiten haben. Und Anpassungsschwierigkeiten zeigen sich auch in Daten. Ich habe Ihnen mal bei den beiden großen Trends Gesundheit und Mobilität einfach mal einen Bezug zum ADHS mitgebracht. Wir haben beim ADHS erhöhte Sterblichkeitsraten, also relative Sterblichkeitsraten im Vergleich zu gleichaltrigen Menschen gleichen Geschlechts, aber ohne ADHS. Bei Frauen ungefähr 3-mal höher, bei Männern immerhin doppelt so hoch. Jetzt fragt man sich, woran liegt das? Und die Daten zeigen, dass zum Beispiel der Diagnosezeitpunkt einen entscheidenden Einfluss auf die Sterblichkeitsrate hat. Wenn die Diagnose ADHS erst im Erwachsenenalter gestellt wird, erhöht sich das Risiko für einen frühzeitigen Tod, nicht an ADHS, aber an anderen Begleitdingen, die die Menschen in diesen Jahrzehnten, die sehr schwer mit ADHS leben, mit aufgesammelt haben, erhöht sich um den Faktor 4. Wir haben einen Faktor 1,5 bei einer Diagnosestellung im Schulalter. Und wir haben ein gleiches Sterblichkeitsrisiko bei den Kindern, die vor dem 5. Lebensjahr mit dieser Diagnose konfrontiert wurden. Vermutlich, weil viel, viel rechtzeitiger im Leben die Weichen anders gestellt werden konnten und sie eine viel bessere Unterstützungsmöglichkeit bekommen haben. Die Frage ist, woran sterben die? Wir haben den Punkt der bestehenden Komorbidität, die sich auf die Sterblichkeit auswirkt. Und vor allen Dingen haben wir hier die Menschen mit den Süchten und zum Teil die, die sich selber umbringen im Rahmen einer schweren Depression, weil sie so verzweifelt sind, dass sie keinen Ausweg sehen. Aber die Menschen, die ADHSler mit Substanzkonsum, und es sind nicht wenige, die Cannabis, Alkohol oder Kokain konsumieren und die darüber sich so sehr schädigen, dass sie früher sterben als ihre gleichaltrigen Artgenossen ohne ADHS. Und, das ist nicht zu unterschätzen, wir haben die Unfälle und Verkehrsunfälle tatsächlich. ADHS im Straßenverkehr ist nochmal ein ganz eigenes Thema, was auch den ADAC interessieren sollte. Das sind auch 4 Buchstaben. Es gibt ein Lob auf dieses dänische Register mit diesen Gesundheitsdaten. Ja, da fließt alles zusammen. Das ist eine Studie von Herrn Dalsgaard, auch im Lancet, Verkehrsunfälle als häufigste Todesursache tatsächlich an der Stelle. Ne? Ablenkbarkeit, Regulationsschwierigkeiten, Impulsivität, Unaufmerksamkeit, das sind die Aspekte,
Bleiben wir beim Verkehr, landen wir in der Mobilität. Die wird vorausgesetzt für uns. Der ADHS ist mit einem signifikant erhöhten Unfallrisiko verbunden. Und jetzt die gute Nachricht, man kann was dagegen tun. Ja? Eine adäquate Behandlung durch Stimulantien und oder Psychotherapie, Coaching und was es alles gibt in Kombination. Diese Behandlung kann das Risiko für Unfälle, aber auch für Substanzmissbrauch, Suizidalität und Delinquenz reduzieren. Auch das sind wunderbare Daten. Menschen, die rechtzeitig diagnostiziert und behandelt werden, haben ein viel, viel geringeres Risiko, dies hier auszubilden, als Menschen, die undiagnostiziert, invalidiert, alleingelassen ins 21. Jahrhundert gleiten, sich selbst überlassen werden, depressiv werden oder auf die Idee kommen, Mensch, Kokain hilft mir aber genauso gut. Ja, und wir reden hier von in der Regel guten Behandlungsmöglichkeiten. Weniger Menschen und Zentren in Deutschland, die sich gut damit auskennen. Das ist zum Teil ganz schön erschreckend. Hier der Trend Digitalisierung. Technologien haben Einfluss auf kognitive Fähigkeiten und Verhaltensänderungen. Wir haben es ganz oft mit kurzen Aufmerksamkeitsspannen zu tun, mit der zunehmend schlechter werdenden Fähigkeit zu fokussieren, ja, und mit weniger Selbstdisziplin. Mit dem Fokussieren schauen Sie sich Filme oder Videoclips von heute an, vergleichen Sie die mit Videoclips und Filmen von vor 20 Jahren, wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, achten Sie mal auf die Schnittgeschwindigkeit. Ja, das kennen Sie vielleicht auch, zumindest die den Unterschied kennen, wie man da überreizt werden kann, was für ein Overload für das Gehirn das sein kann. Ja, und dann die Fähigkeit da sein muss, sich selber zu regulieren und Selbstdisziplin walten zu lassen. Wenn aber alles jederzeit verfügbar ist, das Fernsehen, das Internet, der Rewe um die Ecke, dann muss ich gar nicht lernen, mich selber zu disziplinieren, sondern dann kann ich grenzenlos agieren. Was erstmal Sinn macht, weil Lernen, sich zu disziplinieren, ist mit Frustration oft verbunden. Und an dieser Stelle habe ich Ihnen einfach mal so Spielräume der Zukunft mitgebracht, die sicherlich eine große Chance bergen, auch für ADHSler. Ich höre von vielen meiner Patienten, dass das Smartphone die größte Erfindung, ja, seit sonst etwas sein soll. Ja. Ich erlebe aber genauso viele, die das Ding verfluchen und keine Selbstdisziplin im Umgang damit gelernt haben. Und hier ein Beweis dafür, dass wir quasi in der Zukunft schon angekommen sind. Hier rechts eine Abbildung von Google Glass, 2012 eine Brille mit einem integrierten Computer, wo die Möglichkeit bestand, sich quasi über die Brille aufs Display ganz viele Daten raufzuladen, die man gerade braucht. Ja, also man kommt hier aus dem Auto und geht hier hoch und wendet seinen Blick hier auf dieses Gebäude und dann drückt man einen Knopf und sieht, ah, das ist die Hoffenburg. Ja, man kann sogar navigieren, man kann sich andere Daten kommen lassen, man kann quasi mit anderen kommunizieren und es gibt so eine Reihe von Google entwickelten Zukunftstechnologien, die in dieser Brille vereint sein sollen. Das ist für viele sicherlich großartig, weil ich hier vieles sofort verfügbar habe. Man mag über den modischen Aspekt dieser Brille streiten. Ja. Das Ding ist aber schnell vom Markt genommen worden. Ja, es war nicht sehr ausgereift, es war teuer. Es wird wieder kommen. Und wissen Sie was? Das ist überhaupt nichts Neues. Wenn Sie mal hier links schauen, das stammt aus dem Jahr 1945. Ja. Da gab es einen amerikanischen Wissenschaftler, Vannevar Bush, der hat sicherlich auch, wir sind hier im, sozusagen im Ausgang des Weltkriegs, aber er hat für die Rüstungsindustrie geforscht und hat auch zu militärischen Zwecken, aber auch zu, ich sag mal, gesellschaftlichen Zwecken einen Prototypen eines ähnlich Google Glass aussehenden Computers entwickelt, den Mensch hier oben auf der Stirn hat und der quasi Daten aufarbeitet, bereitstellt, speichern kann, Kommunikationsmedium darstellt. Das hat er im Rahmen eines Aufsatzes geschrieben, ist dann irgendwie verschollen, ist nicht mehr verfolgt worden, außer von Google offensichtlich, weil die Übereinstimmung ist verblüffend.
Aber das, was vor vielen Jahrzehnten Science Fiction war, ist heute Realität. Aber das Gehirn verhält sich noch so, als wenn es Science Fiction wäre. Das Gehirn kommt nicht hinterher. Und erst recht nicht das Gehirn, was Schwierigkeiten hat, nun wiederhole ich mich, aber Sie wissen ja, wir hatten es vorhin mit der Pädagogik, ja, Wiederholung und Redundanz ist gut fürs Gehirn. Das ist eine Herausforderung. Und es gibt Menschen, die sagen, es gibt einen Gegentrend, den wir etablieren sollten. Achtsamkeit als Gegentrend, also Mindfulness. Der Hund soll es richtig machen. Der ist mindful, der hat nicht den Mindful. Ja, der sieht, wie es wirklich ist. Der Mensch beschäftigt sich mit vielem und ist oft überfordert im Alltag. Und das ist Stress erleben. Und Stress zeigt sich körperlich. Ja, psychosomatische Beschwerden, Schlafstörungen, Gereiztheit. Und dann kommen wir in den sozialen Bereich, in die Arbeit und. Also es wird von vielen ein Gegentrend gefordert, der mit Achtsamkeit zu tun hat. Und jetzt wollen wir nicht nur von den Defekten reden, genau wie wir das in der Ankündigung auch hatten. Wir nehmen einen Perspektivwechsel vor. Ja? Beide Pinguine haben recht. Der eine sagt, dauernd läufst du hinter mir her, der andere sagt, immer haust du ab. Ja, wer hat recht? Und gerade in der Therapie finde ich es wichtig zu gucken, was steckt eigentlich an Ressourcen und Begabungen und Talenten dahinter. Und ja, die haben eine Hyperaktivität, sie haben einen lebenslangen Bewegungsdrang, dem sie irgendwie nachkommen müssen. Ja, das ist so. Sie haben ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen. Sie betreten die Hopfenburg und wissen ganz genau, was für Stimmungen hier sind, ja, wie die Atmosphäre ist. Sie sind extrem kreativ begabt. Auch da bin ich immer wieder beeindruckt, was Menschen aus der Kunsttherapie, Ergotherapie mitbringen. Und jetzt hatte ich gerade zwei Patienten, die haben sich ihre Nähmaschine mitgebracht in die Klinik. Die nähen ganz viel, die haben ihre Ressourcen. Viele bringen ihre Instrumente mit, schreiben Texte. Ich hatte neulich eine im Vorgespräch, die war sozusagen eine Heilpraktikerin und im Nebenberuf Werbetexterin und hat quasi aus ihrer Neugierde und dem nicht sich mit einer Sache beschäftigen wollen, eine Berufung gemacht und ist der Berufung gefolgt. Der Wissensdurst, die hohe Auffassungsgabe und die Flexibilität, ja, die wir brauchen. Wir brauchen diese Menschen tatsächlich und ich rede jetzt von Normvariante und wir haben ja eine Verpflichtung, die Menschen sozusagen aus dem Extrempol der Normvariante, ja, der Normalverteilung rauszuholen, über Behandlung, über Aufklärung, über Unterstützung, um sie in einem kompatiblen Bereich sich wohlfühlen zu lassen. Und es gibt zum Glück, und damit möchte ich schließen, ich finde, es gibt tolle Initiativen. Und einfach nochmal wieder sozusagen das Positive. Ja, es gibt noch viel zu tun an Aufklärung, an therapeutischen Ansätzen, an Diagnostikmöglichkeiten. Aber wir sind auch schon gar nicht so unweit. Es gibt eine Kampagne ADHS und Zukunftsträume von einer Pharmafirma, die auch hier im Raum vertreten ist, Shire genau, mit initiiert unter der Schirmherrschaft der ehemaligen Familienministerin Renate Schmidt, die quasi schon ein Positionspapier rausgebracht haben, die sich dafür einsetzen, für Menschen mit dieser Normvariante, die Aufklärung betreiben, die Material zur Verfügung stellen. Das finde ich eine gelungene Kampagne. Den Mensch hier unten rechts kennen Sie auch, ist bekennender ADHSler, Eckart von Hirschhausen. Ja, natürlich ist er in gewisser Weise auch privilegiert, aber er hat auch als Arzt angefangen. Er war ein einfühlungsvoller und sensibler und sehr gewissenhafter Arzt dem Patienten gegenüber. Aber seine Entlassbriefe stapelten sich auf dem Schreibtisch, weil es Schwierigkeiten mit der Organisation, mit der Selbstregulation an der Stelle gibt. Aber von Hirschhausen sagt, ADHS nicht verbunden mit Hyperaktivität, nur im Kopf. Das habe ich in milder Form und ich lebe sehr gut damit. Ich lebe sogar davon. Denn ohne meine sprunghafte Aufmerksamkeit wäre ich nie Komiker geworden. Und viele meiner Komikerkolleginnen auch nicht. Und jeder von uns hat gerade viele Menschen im Kopf. Ja? Und auch das, was uns nachher noch geboten wird über die Thunfische, ja, ist ja unterhaltsame Komik auch und kommt auch nicht von ungefähr.
Und wenn wir es schaffen, sozusagen Menschen in eine Nische reinzubringen, dann kann der Leidensdruck reduziert werden. Hier links, das Zebra, kennen Sie. Auch das ist eine Kampagne, die in diesem Jahr läuft. Diffi war schon in vielen Stationen zu Gast, hat beigewohnt, aufgeklärt. Ja, Informationskampagne vom ADS Deutschland und habe ich ihn auch mal von der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, also der bedeutendsten Fachgesellschaft in unserem Bereich, gibt es aus dem März eine Pressemitteilung. ADHS ist keine Castingshow, eine Nachwuchsinitiative der DGPPN kämpft gegen Vorurteile. Ja? Das heißt, dort sind Nachwuchswissenschaftler und in Ausbildung befindliche Ärztinnen und Ärzte, die quasi sich dieses Themas annehmen und quasi über dieses Forum, dieses Medium zu einer weiteren Verbreitung von Informationen sorgen, die sozusagen fundiert sind und die nicht irgendwie auf dem Sterbebett getätigt wurden. Und von daher würde ich gerne schließen mit ein wenig Mut machen. Wir sind schon ganz schön weit. Und es gibt viele Protagonisten, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen und die nicht müde werden, sich dafür einzusetzen. Und wenn es uns gelingt, auch quasi einer gesellschaftlichen Verpflichtung nachzukommen, die wir haben, ja, dann wird es möglich sein, dass auch das Gehirn irgendwann im 21. Jahrhundert ankommt und sich dabei vielleicht sogar wohlfühlt. Vielen Dank.